Start in eine neue Schulwoche. Weltentrainer André und seine Assistentin Dana freuen sich heute auf eine neue Schülerin. Die ist aber echt niedlich. Husky Labrador, ne? Ah, genau. Oh. Guten Morgen! Pünktlich um 8 Uhr startet der Schultag. Drahthaar Paul stürmt schon das Klassenzimmer. Guten Morgen! Und zum Glück kommen auch die Klassenkameraden. Und wie lief's mit den Hausaufgaben? Wie war's denn bei euch die Woche? Alles gut? Ja, super. Sehr gut. Sehr gut. Genau, wir hatten ja das Platzkommando. Ja. Habt ihr das zu Hause trainieren können? Platz machen für Futter? Für Sammy kein Problem. Es wird. Ist aber ausbaufähig. Gamma kann den Schulstart kaum erwarten. Ihre Besitzer haben weniger gute Laune. Hey, alles klar bei euch? Jetzt reicht's. Okay, was viel, los? Viel Spaß. Nee, ein bisschen gestresst. Okay. Heute Morgen ein bisschen am Rad gedreht und ist mega nervös auch auf der Outfit gewesen. Wenn ich so eine Info kriege, ist es ganz wichtig, dass wir da gleich ganz besonders drauf achten beim Training. Und wenn ich merke, Mensch, da ist irgendwas, stimmt nicht, dann werden wir uns auch dementsprechend anpassen. Es ist halt in dieser Phase, entwickeln sich die Welpen ja wöchentlich, täglich weiter. Und da passieren so viele Dinge im Körper und das muss man auf jeden Fall beim Training berücksichtigen. Das größte Thema von Tierschutz und Mengs war bislang seine Angst. Und? Ja. Wie geht's? Wie läuft's? Ja. Bisschen viel bei Oma gewesen, würde ich sagen. Ne? Probiert jetzt auf der Couch. Mengs ist ja tagsüber bei meiner Oma, weil wenn ich lange Schule habe, kann er nicht zu Hause bleiben. Und heute habe ich gesehen, wie mein Hund probiert hat, dort auf die Couch zu klettern. Bei mir zu Hause nicht, aber hier ja gerade auch. Ne? Ja, also das heißt, das sind so Punkte, ich möchte das nicht und Oma muss sich leider dran halten, aber ich kann nicht beeinflussen, was meine Oma den ganzen Tag mit dem Hund macht. Zum Glück gibt's ja Welpentrainer André. Aber da fehlt doch noch jemand ganz Wichtiges. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hereinspaziert. So, ach, guck mal an. Und da ist die Käthe nun endlich. Käthe, das 8 Wochen alte Husky-Mischlingsmädchen, hat heute seinen ersten Schultag. Alles gut geklappt? Das Ankommen zu Hause sehr schon mal soweit? Ja. Wunderbar. Vor 2 Tagen erst ist Käthe bei ihren Besitzern eingezogen. Zu Hause dann die erste Begegnung mit Bruder Gustav. Und jetzt kommt das erste Treffen mit Käthe und Gustav. Gustav wartet schon. Große Zuneigung. Der 16 Wochen alte Gustav scheint das neue Familienmitglied zu mögen. Gustav hatte schon so 2-3 Tage Anpassungsschwierigkeiten, aber sie gar nicht. Gar nicht. Dann würde ich sagen, ne, wir arbeiten jetzt ein bisschen mit den Hunden und werden sie wirklich mal ganz ruhig und ganz entspannt hier einführen. Entspannt? Bei diesen Mitschülern? Na, das wird was werden. Lass uns mal ein ganz ruhiges Ankommen machen. Ich nehme sie mal hier zu und dann stellen wir mal die Käthe hier einen vor. Paul, guck mal, wie ist denn das hier? Wenn ein neuer Hund in die Gruppe kommt, ist natürlich dieser Hund erstmal extrem interessant für die anderen. Das sehen wir jetzt hier auch. Das heißt, die kommen erstmal alle an und wollen schnüffeln. So machen das Hunde. Da nehme ich sie so ein bisschen in meinen Schoß rein und schaue, dass sie da nicht total überfordert wird und dass sie erstmal ein ruhiges Ankommen hier hat. Und ja, da hat sie sich eigentlich sehr tough geschlagen. Trotzdem gebe ich ihr hier noch ein bisschen Sicherheit, indem ich mit unten bin und sie nicht einfach hier reinsetze. Ja, ihr beide kennt euch ja schon. Damit das erstmal ganz entspannt laufen kann. Ne? Wenn sie sich so ein bisschen raustraut, würde ich sie lassen. Aber wir sichern das natürlich hier noch ein bisschen ab. Guck mal, Sammy, wer ist das denn? So, Sammy macht das auch schön vorsichtig. Und Käthe lässt alles hier über sich ergehen. Sehr gut. Jetzt geben wir definitiv der Käthe erstmal eine kleine Pause, setzen ihn mal hier in so einen Laufstall rein, dass er sich das erstmal alles in Ruhe anschauen kann und ganz langsam ankommt. Noch einmal austoben, dann beginnt der Unterricht für die 7 Welpen. Die erste Schulstunde heißt Platz machen. Paul macht den Anfang.
Wir hatten ja beim letzten Mal dieses Kommando Platz. Das heißt, dass der Hund sich auf Kommando hinlegt. Ab diesem Zeitpunkt werde ich den Hund nur noch dafür belohnen, wenn ich auch wirklich vorher Platz gesagt habe. Mache ich das nicht, passiert es halt, dass mein Hund es relativ oft anbietet. Das heißt, der legt sich hin, auch wenn ich gar nicht Platz gesagt habe. Was ich jetzt hier noch abbaue, ist das Futterzeigen. Das Futterzeigen dient ja eigentlich nur dazu, zu sagen, guck mal hier, Paul, da hast du was. Ja, das könnte dein Preis sein, biete mir doch mal was an. Und das möchte ich aber natürlich am Ende nicht mehr haben. Okay. Paul, Platz. Sehr schön. Ja, auch hier wieder wichtig, dass das Futter im richtigen Moment kommt, und zwar genau, wenn er sich hinlegt. Wenn die Hände oder die Arme zu weit weg sind, ich will das jetzt gleich auch mal im Stehen machen, benutze ich wieder mein Markerwort, also einfach ein Fein, dass er weiß, ach, genau das war richtig. Wir lösen das wieder auf. Paul, okay. Super. Paul, Platz. Der 16 Wochen alte Deutsch-Drahthaar Paul ist wie immer mit Eifer dabei. Ein echter Musterschüler. Er hat richtig Spaß zu trainieren, der ist voll da und klar, da kommen wir dann auch dementsprechend schnell weiter. Berner Sennenwelpe Sammy ist da ein ganz anderer Typ Schüler. Futter, Platz. Platz? Ja, und was war mit dem Futter? Ja, ich warte noch. Ich will das Kommando nicht wiederholen. Gibt's das Futter etwa erst nach der Übung? Oh Mann. Ja, voll. Okay, es dauert ein bisschen länger hier beim Sammy. Okay. So ein bisschen das Gefühl, dass er noch nicht richtig verstanden hat, was wir da eigentlich von ihm wollen. In der Schule müsste der nachsitzen sozusagen und ich denke, dass die Besitzer zu Hause auf jeden Fall da auch noch ein ganzes Stück Arbeit haben werden. So, komm her. Sammy, Platz. Jawohl, sehr gut. Das war jetzt besser als die Male davor. Während sich Mengs und Gamma um Neuzuwachs Käthe kümmern, ist ihr Bruder Gustav dran mit Platz machen. Gustav, Platz. Sehr gut. Der große Bruder hat bislang toll aufgepasst. So, dann hier noch einmal mit körpersprachlichen Veränderungen. Das heißt, ich leg mich hin oder setz mich hin. Platz. Ah, Nanu, was will der denn im Bett? Gustav bringt das nicht aus dem Konzept. Als ich Gustav das erste Mal gesehen habe, ist er wirklich über Tische und Bänke gegangen und war sehr aufgeregt, sehr viel gebellt und so weiter. Er ist immer noch sehr energetisch, sage ich jetzt mal, ja, aber beim Training fällt einfach auf, der hat auch richtig Lust zu trainieren, der ist total konzentriert bei der Sache und macht das auch richtig gut. Er will ja seiner neuen kleinen Schwester auch ein großes Vorbild sein. Erste Schulpause für die sieben Welpen.